Am Vorabend des Ukraine-Krieges kamen 55% des deutschen Gases aus Russland. Es steht außer Frage, dass es schmerzhaft wäre, diesen Gasfluss schnell zu unterbrechen oder sogar stark zu reduzieren. Doch mehrere Wirtschaftsanalysen vom Brüsseler Bruegel-Institut, der Internationalen Energieagentur und Econtribute, einer von den Universitäten Bonn und Köln geforderten Denkfabrik, haben ergeben, dass die Auswirkungen einer drastischen Reduzierung der Gasimporte aus Russland für Deutschland alles andere als katastrophal wären. Ja, also bis hierhin schon mal, das ist ein bisschen Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Was wir hier haben, ist eine Hardliner-Position eines Mannes, der hier in die Fußstapfen aus meiner Sicht von Henry Morgenthau Junior steigt. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal.